Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zu meinem Jahresrückblick für 2017. Und dabei auch mal gleich ganz herzlich ein frohes neues Jahr nachträglich wünsche ich euch allen. Ich hoffe, ihr seid genauso gut reingerutscht wie ich. Und ja, bevor wir so richtig loslegen, in meinem Jahresrückblick uns damit zu beschäftigen, was ich eigentlich gemacht habe in diesem Jahr, wollte ich mit euch kurz auf die Leute eingehen, die auch Großartiges geleistet haben in diesem Jahr und was ich bei denen auch so teilweise geguckt habe. Also einfach, um ein bisschen Werbung für die zu machen und sie nochmal auch so zu ehren. Ich finde, das gehört einfach dazu. Ich habe es ja letztes Jahr auch so ähnlich gemacht und ich finde, ja, das sollte ich einfach auch wieder so machen, dachte ich mir so. So, deswegen starten wir auch mit dem, bei dem ich echt am meisten geguckt habe dieses Jahr, nämlich dem guten Andy Vanier. Ich muss auch dazu sagen, ich habe das Ganze gerade eben schon mal aufgenommen, aber da war hinterher was durcheinander mit den Tonspuren irgendwie, weil ich wollte euch eigentlich auch so ein bisschen was aus den Videos der Leute zeigen, die ich euch hier vorstelle, um ja, um es ein bisschen anschaulicher für euch zu machen, aber das hat Probleme gegeben. Es war ein heilloses Durcheinander mit Tonspuren und auch mit Hin- und Herschieben. Es war hinterher alles total bescheuert und deswegen lasse ich es lieber und zeige euch nur so grob ein bisschen ein paar Sachen. So, und natürlich schön der Reihe nach. Bei Andy hatte ich irgendwie erstmal angefangen, so was Altes, etwas, ein bisschen etwas Älteres zu gucken, nämlich Bioshock. Habe ich aber nur bis Part 13 oder so geguckt, weil es einfach, ja, nicht mein Spiel ist. Was mich selber überrascht hat, ist, dass ich Pokémon komplett geguckt habe. Ja, die kompletten 13 Parts, die hier angezeigt werden. Ja, ich hatte irgendwie Bock dazu, dachte so, ach komm, schaust du mal rein. Pokémon ist ja jetzt nicht so schlecht und ja, weil ich habe es nie selber gespielt. Also Pokémon ist nicht meine Kindheit, wie für andere. Aber ja, war schon cool und vor allem auch wirklich wieder unglaublich witzig, was Andi dafür am Anfang für so einen riesen Pokémon hatte, so voll dieser Monster-Drachen-Dämon-Typi irgendwie. Und trotzdem dann kamen diese Standard-Textboxen so, oh, das ist aber ein süßes Pokémon. Jo, es könnte dich fressen, aber es ist voll süß, da hast vollkommen recht. Vor allem bei der Randomizer-Nuzlocke-Challenge, da musste er ja wirklich jedes Pokémon, was er im Kampf verliert, also praktisch, was er eigentlich stirbt, mehr oder weniger, dass er das dann halt nicht behalten darf, sondern nach dem Gesundpflegen im Poké-Center muss er es wieder in die Freiheit entlassen. Und als er mit Wishes aufgenommen hat, den er für so, ich glaube, drei Parts ungefähr dabei hatte, hat er mehrere Pokémon verloren, die sind alle gestorben. Ah, Wishes bringt Unglück. Vor allem, dass er Pi hat sterben lassen. Das werde ich dir nicht verzeihen, Andy. Schnief, schnief, das arme Pi. Aber er hat auch ganz doll um Pi getrauert. Die ganze Zeit immer wieder so, Pi, nein. Was ich auch echt loben muss, sind die Livestreams. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, der erste war doch auch dieses Jahr, oder? Letztes Jahr, muss ich ja jetzt sagen. Ich bin mir unsicher. Auf jeden Fall konnte ich beim ersten Livestream, den sie gemacht haben, Andi und Chris nicht dabei sein, weil ich zum gleichen Zeitpunkt einen Auftritt hatte an dem Abend. Deswegen, aber ich habe es alles nachgeholt und hier geguckt auf seinem Kanal. Und der andere war ja genau am 23. Dezember. Den habe ich mir natürlich voll gegeben und reingezogen. Es war einfach nur mega geil und lustig. Und es war auch wirklich ein cooles Gefühl, so mit den beiden reden zu können und gleichzeitig halt dem beim Spielen zuzuschauen und zuzuhören. Und ihr merkt vielleicht, ich habe einen leichten Knoten schon in der Zunge. Ach, es war einfach schön. Genau hier wie Revelations mit dem Kampf gegen den Captain zum Beispiel von diesem Schiff. Mayday, Mayday. Ach, ich finde den immer noch so gruselig, ist einfach nur geil. Was ja auch zum Running Gag wurde in diesem Let's Play. Oh mein Gott, er zitiert Dante. Es war einfach zu geil. Und was ich ja auch echt nicht gedacht hätte, Kindergarten. Kindergarten ist keineswegs wirklich ein Spiel, wo alles friedlich ist in einem Kindergarten. Nein. Nein. Es ist grausam. Es ist vor allem der Hausmeister, der hier so ganz dezent hier am Rande zu sehen ist, im Schatten der Neuen, sag ich mal. Der ist richtig hart drauf. Ein falsches Wort und er ersticht dich mit seinem Wischmopp. Das macht er wirklich. Und mit Blut haben sie in dem Spiel nicht gespart. Wird alles gezeichnet, alles wunderschön animiert, es spritzt. Ja. Es ist einfach nur krank. Aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht und es war auch sehr witzig und ja, einfach nur geil. Genauso hier wie Resident Evil Gaiden. Ich will immer Gaiden sagen, weil ich finde, das klingt cooler und irgendwie richtiger, aber es heißt Gaiden. Ah, das Spiel war auch eigentlich ziemlich schlecht, muss ich sagen, aber natürlich durch Andy und Chris ist es natürlich auch einfach nur ein Traum geworden.
Es ist so unglaublich witzig gewesen, vor allem gegen Ende, was da noch kam. Wie gesagt, ich würde euch sonst gerne auch Sachen zeigen, aber ich habe ja eben im Video festgestellt, im Testvideo, das wird nichts. Momodora habe ich mir auch komplett angeguckt. Das Spiel lag ja Andy persönlich auch sehr am Herzen. Aber es war nicht so ganz meins. Also ich fand es auch interessant und lustig natürlich, aber es ist so, ich weiß nicht, nicht direkt meins. Bei White Day bin ich ehrlich gesagt immer noch dabei. Aber ich weiß nicht, ob ich es weiter gucke, weil es ist zwar gut, aber auch nicht so gut. Ich weiß nicht, es ist so mittelmäßig. Ich bin nur heilfroh, dass ich bisher bei jedem Jumpscare rechtzeitig die Augen schließen konnte. Ich hatte schon oft eine Vermutung oder die beiden haben dann auch so gesagt, ach guck mal, da vorne kommt wieder so ein Geist, höhö, irgendwie. Deswegen dann schnell wieder, ich sehe nichts. Und dann, ah, da war der Schrei, okay, ich kann wieder die Augen aufmachen. Was ich wirklich liebe, was so mein Lieblingsprojekt eigentlich von letztem Jahr war, obwohl, kann man nicht sagen, ich fand auch Kindergarten grandios und die Resident Evil Sachen. Aber was ich jetzt wirklich, was ja auch immer noch läuft, was ich immer noch feiere nach wie vor, ist Corpse Party. Corpse Party ist genial. Ich habe auch angefangen, den Anime zu schauen. Ich meine, es sind ja nur 4 Folgen, die es gibt. Ich habe bisher nur die erste geguckt, weil ich dachte, wow, die gehen ja so schnell voran, so weit war ich im Let's Play da noch gar nicht. Also es ist sehr grausam auch, muss ich sagen. Aber durch Andy wird es natürlich wieder cool. Er macht dann oft seine Sprüche und Witze halt dazu. Und deswegen geht es. Also wo es auch übertrieben wurde in dem Spiel, wo Andy und ich extrem einer Meinung waren, auch mal wieder, das ist einfach, wo ein Geisterkind ankam, give it back, und dann einem kleinen Mädchen das Auge rausgeschnitten wurde von diesem Geist. Und es wurde so genau, es war schwarzer Bildschirm zum Glück, ne? Es war wirklich schwarzer Bildschirm, es wurde nur beschrieben. Sie hat das dann so gesagt und auf einmal, also ich war hier nur so, oh mein Gott, und Andy so, was ist falsch bei euch, Leute? Als ob sich da wirklich jemand hingesetzt hätte von den Entwicklern und dann so, mal gucken, wie weh das tut, wenn ich mir mit der Schere ein Auge raushole, damit wir das fürs Spiel auch richtig beschreiben können, wie furchtbar stechend der Schmerz ist und wie sich das überhaupt noch alles anfühlt und warum? Das Spiel hat an sich eine richtig geile Story, kann ich sagen, und einen traumhaften Soundtrack. Schön gezeichnet, auch schöne Synchronsprecher, die sind so schön. Sieht man ja auch vor allem. Nein, tolle Synchronsprecher, alles. Aber ein bisschen zu grausam und zu detailliert für meinen Geschmack. Und was ja sehr witzig war, vor allem am Anfang des Let's Plays mit der Arschcreme. Ja, ist Andy auch echt am Rad gedreht, hat er noch öfters aufgegriffen, immer wieder, wie Seiko gesagt hat, so, oh, hast du noch etwas für diese Arschcreme? Mein Hintern ist so wund irgendwie. Nee. Und die kleine Ayumi war das, glaube ich, oder so, die ständig irgendwie Blut am Hintern hatte, wo man sich auch gefragt hat, warum? Was hast du getan? Oh Gott, also es ist ein bisschen krank, aber hey. Was ich auch geguckt habe, ist der Yandere-Simulator von Andy, was ich auch gefeiert habe, ohne Ende. Das war das, was ich ursprünglich im Video eben aufgenommen hatte. Also Yandere ist ja so ein Mädel, was dann halt so, wirf Chemis an. Also ich bin gerade am Aufnehmen. ja, das war meine Mutter. was ich sagen wollte, Yandere ist ja so ein Mädel, was halt so sagt, so, hast du etwa gerade meinem Freund einen süßen Blick zugeworfen? Ich hab's genau gesehen. Bitch, ich töte dich. So nach dem Motto. Und die war wirklich in dem Spiel extrem, extrem so in dieser Hinsicht. Hat auch hinterher so angefangen, so von wegen, mir ist egal, wen ich töten muss und welches Blut ich vergießen muss. Ich werde alles tun, um bei meinem Senpai zu sein und keine Ahnung. Und Andy hatte irgendwann so einen coolen Stab gefunden, der ihn wohl an Sailor Moon erinnert hat, weshalb er dann das original deutsche Opening reingeschnitten hat, diese Musik. Halt den Mond steinfest und du hast die Macht und sowas, ne? Und dazu dann aber Szenen aus dem Spiel und teilweise so ein bisschen aus dem originalen Sailor Moon. Das war so geil. Ich lach mich da jedes Mal schlapp drüber. Und was er jetzt neulich angefangen hat für dieses Jahr, so als kleinen Tipp auch für euch vielleicht, Doki Doki Literatur Club. Oder Literature Club. Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Ja, auf jeden Fall, Andy, danke für diese vielen tollen Let's Plays wieder auch im vergangenen Jahr und ich freue mich auf viele weitere tolle in diesem Jahr, weitere Parts von Corpse Party auch und wenn die weiteren Livestream-Sachen vom 23 noch hochgeladen werden, werde ich mir nämlich nochmal angucken natürlich und ja. Je nachdem, wenn du auch weiter den Yandere-Simulator nochmal machst mit den inzwischen Neuerungen,
Hab ja auch schon mal überlegt, das selber zu let's playen, aber so, ne, weiß nicht. Ich glaube, ich würde mich da auch auf der in der Riesenschule verlaufen oder so. Ich habe da so ein ungutes Gefühl bei irgendwie. Naja. So viel dazu jedenfalls. Und ich freue mich wirklich unglaublich, dass du dieses Jahr am Zocker King teilnehmen wirst. Also das wird traumhaft, denke ich mal. Und du hättest dir den ersten Platz redlich verdient. Das weißt du ja, wie ich da über dich denke. Und ich drücke dir auf jeden Fall jetzt schon mal ganz doll die Daumen. Nicht vergessen, im März geht's los. Und ja. In dieser Hinsicht würde ich zum nächsten übergehen, aber ich gucke mal eben, wie lange die Aufnahme läuft. Eben hat sie sich nämlich ungefähr zu diesem Zeitpunkt von alleine verabschiedet. Warum, weiß ich nicht. Deswegen schneide ich es zusammen, denke ich mal, und mache ihm mal einen ganz kleinen kurzen Cut, dem garantiert keiner auffallen wird. Naja, also bis gleich, wohl. Ist ja egal, geht für euch ja sowieso direkt über. Whatever. So. Den Cut hat keiner bemerkt, hoffentlich. Und weiter geht's. Wen ich dieses Jahr kennengelernt habe, unter anderem, ist die liebe Scarlett Annie. Scarlett Annie ist wirklich ein Kontakt, wo ich sehr froh darüber bin, sie auch kennengelernt zu haben, weil sie echt, also das, was ich bisher von ihr kennengelernt habe, zumindest auch wirklich einfach ein toller Mensch ist. Und sie war zum Beispiel auch eine meiner Testerinnen von insgesamt dreien eigentlich, die als erstes schon mein RPG-Maker-Spiel sehen durfte und spielen durfte und ihre Meinung dazu abgeben durfte. Und sie war auf jeden Fall begeistert im Vergleich zum anderen, den ich euch dann gleich noch vorstellen werde. Ich wollte ja sowieso mal eine Kanalvorstellung eigentlich von ihr machen. Was auch zum Beispiel gleichzeitig damit zu tun hat, also jetzt, warum ich das hier nur so mache, wie ich es gerade mache mit dem Jahresrückblick, und nicht so wie letztes Jahr, wo ich auch wirklich Szenen aus den Videos mit reingeschnitten habe, weil man ja nicht mehr umsonst von YouTube die Videos downloaden kann. Nur noch seine eigenen natürlich, aber fremde halt nicht. Und ich muss mal gucken, wie ich das mache. Wahrscheinlich werde ich das dann auch mir letztendlich noch kaufen. Ich habe es bisher noch nicht gemacht, weil ich da so ein bisschen unsicher bin, weil da steht, man kann es nur über PayPal oder Kreditkarte machen und beides habe ich nicht. Aber manchmal funktioniert der PayPal trotzdem, obwohl man es nicht hat. Deswegen, da muss ich mich nochmal so ein bisschen schlau machen und mal ausprobieren. Deswegen mache ich es aber erstmal halt so. Deswegen. Also liebe Annie, Annie, ah, ich sag irgendwie immer Annie anstatt Annie, das ist echt lustig. Ja, das hier ist auch gleichzeitig so ein bisschen Kanalvorstellung für dich. Freue dich drüber. Und wehe, wenn nicht. Nein, Spaß. Was ich heute erst zu Ende geguckt habe, ist hier Chaos on Deponia. Und demnächst werde ich jetzt natürlich anfangen mit Goodbye Deponia, was ich auch selber gerade noch am Spielen bin. Ich gucke natürlich nur so weit, wie ich selber schon war. Und Deponia wird auch etwas sein, was auch auf meinem Kanal zu sehen sein wird. Das kann ich euch versprechen. Hunderttausendprozentig sogar. Ich weiß noch nicht, ob es dieses Jahr kommt, weil Bock hätte ich schon. Ich habe auch schon so ein paar Sachen vergessen, aber ich weiß nicht, ob es gut genug ist zum. Ja, dass man halt genug vergessen hat, sage ich mal, um alles nochmal so neu und schön zu erleben. Bin ich so ein bisschen noch am Zweifeln. Aber wenn es kommt, Leute, wenn ihr Deponia noch nicht kennt und einen anständigen Humor habt, werdet ihr es lieben. Es ist unglaublich witzig und hat auch knifflige Rätsel, die ich zum Teil wahrscheinlich aber überspringen werde. Annie hat sich ja damit rumgeschlagen. Ich werde es teilweise nicht tun, weil mir das zu anstrengend ist. Ich hoffe, ihr werdet das hinterher verstehen, wenn ihr die Rätsel dementsprechend seht. Manche werde ich machen, aber nicht alle. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Resident Evil könnte ich auch mal von ihr gucken, mal sehen, ob das zusammenpasst. Also gut, zu ihrer Stimme so von mir aus auch gesehen passt. Das hier hatte ich angefangen zu gucken, dieses D4 Dark Dreams, Don't Die. Aber ich weiß nicht, das war ein bisschen seltsam. Ein bisschen strange einfach nur zum Teil wegen einer Frau, die irgendwie aber sich aufgeführt hat wie eine Katze, im wahrsten Sinne des Wortes. Und so spannend fand ich es hinterher auch nicht mehr, aber. Auf jeden Fall, der Anfang und so war schon auf jeden Fall ziemlich mystisch und spannend gemacht, aber hinterher wurde es halt, es hat mich nicht mehr gepackt, leider, aber es war auf jeden Fall von ihr gut kommentiert, so viel ist klar. Also, für wen dieses Spiel was ist, leider, sollte das bei ihr auf jeden Fall auch genießen können. Das ist, also an ihr lag es nicht, warum ich keine Lust mehr hatte. Ich bin auch auf ihren Kanal gestoßen, sowieso muss ich mal erwähnen, durch Vampire's Dawn. So schlecht es eigentlich auch auf meinem Kanal ankommt, ein paar gucken es ja zum Glück ja doch. Und, ich habe dann einfach mal so geguckt bei YouTube, wer hat das denn noch Let's Played? Wo kann ich mir noch Tipps auch holen zu geheimen Orten zum Beispiel oder sowas? Und habe ich es bei ihr halt auch entdeckt und dachte so, ach ja, komm, guckst du mal. Das war auch das allererste, was ich bei ihr geguckt hatte, wo sie mir auch ein bisschen Angst gemacht hat, teilweise, muss ich sagen. Also, wer mich schon creepy fand bei Blood Omen 2, sie kann es auch sein.
Sie kann es auch. Also Scarlett Annie ist zwar an sich ein liebes Mädchen, aber so an sich, sie hat's auch faustdick hinter den Ohren und sie kann ziemlich blutrünstig und gemein sein in Spielen, wenn sie will. Und das habe ich hier auch geliebt und ich habe es noch nicht zu Ende geguckt. Life is Strange. Oh. Nein, du sollst nichts abspielen. Ich wollte nur mal hier reinklicken, kurz, um euch so ein bisschen was zu zeigen. Ich finde die Grafik von dem Spiel wirklich toll und ich habe gerade eine tolle Idee. Ich kann ja mal den Ton ausmachen und das Video einfach so ablaufen lassen und dazu so ein bisschen was erzählen, dass ihr da was von seht. Genau, das ist doch eigentlich eine gute Sache. Das Mädel hier ist Max. Sie ist eine Fotografin praktisch und ist dann da so an der Schule quasi halt, und sagt sich jetzt immer wieder so, ja, komm, du hast ein Talent. Und jetzt hier gerade mit dem Schmetterling, oh, so ein tolles Modell, kriegst du halt nicht jeden Tag, alle Tage, stand ja auch da, glaube ich, gerade noch, ne? Hab nicht so genau drauf geachtet. Und jetzt fotografiert sie da halt den Schmetterling und entdeckt dadurch ihr besonderes Talent, was natürlich sehr wichtig auch in diesem Spiel ist, was ihr gleich sehen werdet. Auch ein sehr schönes Schmetterling, muss ich sagen. Hat Annie auch gesagt, so von wegen, oh, ihr Lieblingsschmetterling oder sowas in der Art. Und Typ, was machst du überhaupt auf der Damentoilette? Fragt sich auch garantiert. Der Typ redet so ein bisschen am Teller. Oh, alles scheiße. Sei kein Angsthase. Dir gehört die Schule. Total. Ah, ich finde es eigentlich schade, dass ich den Ton nicht anmachen kann, weil sonst alles so komisch versetzt ist und extrem scheiße. Es war echt, also, ich hab's nicht ganz richtig hingekriegt, wieder zusammenzufummeln, selbst mit viel Fingerspitzengefühl. Oh, armes, reiches Kind, ja. Eigentlich muss ich gar nicht still sein, ne? Aber man sollte es ja lesen können. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen im Zwiespalt. Ja, sage ich was, sage ich nichts dabei. Bla bla bla. Mädchen weint. Du hast keine Ahnung, wer ich bin und mit wem du dich anlegst. Wow, wo hast du die denn her? Was tust du? Komm schon, leg das Ding weg. Sag niemals, was ich tun soll. Mich kotzt es so an, wenn andere versuchen, mich zu kontrollieren. Dafür wirst du deutlich mehr Ärger kriegen, als wenn du mit Drogen dealst. Niemand würde dich Punk jemals vermissen, oder? Bleib mir mit der Knarre weg, Psycho. Puh, nein! Genau, und das ist es jetzt nämlich. Sie, das Mädel Max, streckt den Arm aus und dadurch passiert jetzt was ganz, ganz Tolles. Erstmal ist sie tot und auf einmal wird einfach mal die Zeit zurückgedreht und sie sitzt wieder in der Klasse. Das ist so das Prinzip des Spiels. Max kann nämlich die Zeit zurückdrehen. Sie kapiert nämlich auch nämlich nicht, was passiert ist. Was? Das Mädchen wurde doch erschossen. Wieso bin ich jetzt wieder hier? Wieso ist es wieder so spät und alles, ne? Und ja, der Lehrer quatscht wieder das gleiche wie vorher. Bla bla bla. Und ja, so ist es dann halt, ne? Max kann die Zeit zurückdrehen. Man hat oft in diesem Spiel Entscheidungen halt, die man treffen muss. Und dann kann man sich halt entscheiden, welche Möglichkeit man halt besser findet auch im Spiel und für welche man sich dementsprechend, Laptop, kommst klar, für welche man sich entscheiden würde. Ja, vielleicht werde ich mir das auch irgendwann mal holen und Let's Playen, weil das Spiel interessiert mich schon. Ich finde, es hat eine schöne Grafik, tolle Möglichkeiten und eine tolle Story. Auf jeden Fall, also. Ja, doch, es hat schon was. Genau, da kommt immer dieses Symbol hier zum Zurückspulen, dann kann man das hier so halten, dann nimmt das so ab. Also man kann nicht endlos zurückspulen, aber schon eine ganze Menge, auf jeden Fall. Dann verschwimmt so alles so ein bisschen. Ist so dezent an Prince of Persia, The Sands of Time oder auch überhaupt die anderen beiden Teile da so am erinnern. Ja, da ist es so ähnlich. Ich hätte auch manchmal gern so eine Fähigkeit. Wäre schon geil. Auf jeden Fall tolles Spiel und tolles Let's Play. Ich hab's halt noch nicht zu Ende geguckt. Habe ich eben, glaube ich, schon mal gesagt. Ich muss es auf jeden Fall demnächst mal machen. Ist es geil. Und ich kann es nur jedem wärmstens empfehlen, auch mal überhaupt auf ihrem Kanal vorbeizuschauen. Sie macht tolle Sachen. Und das Einzige, was ich schade fand, ist halt, dass sie nicht ganz so viel Spaß an Deponia hatte wie ich. Also, wo ich mich schlappgelacht habe, hat man von ihr halt nichts gehört im Let's Play, wo ich dachte, wie kann sie darüber nicht lachen? Ich lieg schon wieder auf dem Boden hier fast. Aber so sind halt die Geschmäcker verschieden. Sie fand andere Sachen dafür eher witzig und lustig und süß und alles Mögliche. Deswegen, naja. Wen ich auch kennengelernt habe dieses Jahr durch die liebe Tai zum Beispiel, ist nämlich Saphiria. Das heißt zum Beispiel. Tai war der Hauptgrund, weil sie Saphiria hier an der Seite empfohlen hat. Ne, und sie hingegen empfiehlt auch Tai zum Beispiel. Und ja, von ihr habe ich dann halt auch, wow, angefangen, so ein paar Sachen halt zu gucken. Zum Beispiel nämlich hier die Dracula-Reihe praktisch. Ja, viel habe ich von ihr noch nicht geguckt. Ich habe den Weihnachtskalender natürlich komplett geguckt. Da hat sie dann nämlich Trailer reingeschnitten, so was sie halt für dieses Jahr Let's Playen soll. Ist eine tolle Idee, muss ich sagen. Das ist echt toll.
Ich glaube, da gehe ich mir eher dann auf Videos, um es besser zu zeigen, was ich gesehen habe, glaube ich. Weihnachtskalender, 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 bla bla bla. Sehr viele tolle Sachen waren auf jeden Fall dabei. Sachen, die ich kannte und Sachen, die ich nicht kannte. Von allem etwas wurde ich dabei. Und genau, hier sieht man es auch nochmal, der rote Strich am Anfang. Aber ich habe es ganz durchguckt, die beiden Sachen hier von Dracula 2. Davor hatte ich Dracula 1 halt zu Ende geguckt, auf jeden Fall. Und ja, es macht auf jeden Fall tolle Sachen und tolle Let's Plays. Hier, Sims hat sie schon gemacht, dann diese tolle Demo von Tomb Raider 2, dem Remake, was ja auch wirklich geil ist, ne, dass das rausgekommen ist, auch letztes Jahr, ist ja auch so ein tolles, eine tolle Sache von letztem Jahr. Das ist so geil geworden, so viel Mühe und so viel Liebe haben die sich damit gegeben. Können wir uns ja eben reinschauen. Weil, die Filmsequenz am Anfang ist auch so genial, weißt du, für eine Fanarbeit ist das Spiel so geil geworden. Auch allein hier schon das Menü. Seht euch das mal an, wie liebevoll, wie geil, dass sich das im Hintergrund bewegt und sowas. Und ich finde es ehrlich gesagt eine Frechheit, dass manche gesagt haben, oh, Lara sieht so comic-mäßig aus. Ich meine, hier im Menü so ein bisschen, das stimmt, wegen dem Hintergrund auch und so. Was hast du gesagt? Ja. Hast du richtig gehört, Lara? Das sieht so ein bisschen comic-mäßig aus, das stimmt in dieser Hinsicht jetzt hier, aber im Gameplay selber ist es wirklich original wie Anniversary. Und das reicht. Es wäre nicht passend gewesen, wenn sie die Lara genommen hätten, jetzt hier aus 2013, beziehungsweise Rise of the Tomb Raider. Das wäre es nicht gewesen. Weil das ist die Lara, die es damals gab, nur halt jetzt wirklich natürlich viel, viel schärfer, wollte ich sagen. In besserer Grafik halt, dass man wirklich alles besser erkennen kann. Und wie lange hast du gelabert? Wo fängt die Katze an? La la la. Alter, sie hat ja sehr viel erzählt, auf jeden Fall. Ach, ich finde das einfach nur toll. Ich habe mir das als komplette Sache zum Beispiel bei dem lieben Let's Play Chris angeguckt. Nein, Coconut Chris heißt er ja jetzt. Ich vergesse es jedes Mal aufs Neue. Es tut mir leid. Aber bei Chris habe ich ansonsten auch nichts geguckt, eigentlich jetzt 2017. Dafür habe ich mir bei Andy geschaut. Sie hat aber diese geile Karte. Da bin ich nach einem weiteren Cut schon wieder zurück. Es tut mir leid, ich weiß nicht genau, was es ist. Ich glaube, es liegt daran, dass ich ein bisschen geschummelt und getrickst habe. Ich benutze nämlich weiterhin jetzt hier auf Windows 10 Camtasia 7. Genau wie Fraps habe ich es zum Laufen gekriegt, dank meinem Freund und dem tollen Kompatibilitätsmodus. Aber das führt scheinbar dazu, dass ich hier nicht mehr als 11 Minuten so am Stück aufnehmen kann. Deswegen muss ich halt öfters nochmal einen Cut machen, aber das Special soll ja auch nicht ewig dauern, mal davon abgesehen. So, aber die Cutscene wollen wir nochmal eben zusammen jetzt genießen. Ich finde, das gehört sich einfach. Ich finde, das ist so toll gemacht. Wie gesagt, Fanmade-Arbeit, dafür wirklich erste Sahne, dafür könnten sich die Firmen ein gutes Stück abschneiden. Und ich finde auch, sie könnten rein theoretisch auch hier Tomb Raider 3 auch nochmal neu machen. Dass sie die ersten drei Teile halt komplett neu machen. Und es ruckelt gerade ein bisschen. Warum? Ich weiß nicht, ob es an der Aufnahme liegt oder am Video selber. Es könnte auch am Video selber natürlich liegen. Ich habe da halt den Vergleich leider gerade nicht. Weil ich es von ihr, wie gesagt, nicht gesehen habe. Dracula hingegen war halt so ein Point-and-Click-Adventure, was auch gut gemacht war auf jeden Fall. Und vielleicht gucke ich mir auch mal Tomb Raider dann nochmal von ihr an. Auch wenn ich es schon von Chris gesehen habe. Mal gucken, wie sie das dann so gemeistert hat. Chris hat ja zwei Secrets gefunden. Die einzigen zwei, die es auch gibt. Bisher gibt es noch nicht drei. Das erste Level ist noch nicht komplett und vollständig. Aber, hey, was macht's, sag ich mir da, ne? Ja, es ruckelt auf jeden Fall. Aber da, es sieht aus wie Anniversary. Also die Grafik, wie gesagt, die reicht vollkommen. Saphiria ist auf jeden Fall auch eine tolle Let's Playerin, das kann man nicht anders sagen. Sie hat eine ganz besondere Art zu sprechen, wie ich finde, die ich gar nicht richtig, jetzt sage ich mal, erklären könnte oder nachmachen könnte. Das hat was, so einen ganz eigenen und besonderen Flair. Auf jeden Fall schön anzuhören und ich bin auf jeden Fall froh, sie jetzt abonniert zu haben und von ihr immer wieder so rein, so Sachen zu schauen. Und ich bin gespannt, was auch gewinnen wird oder schon gewonnen hat für dieses Jahr, was jetzt an neuen Let's Plays von ihr kommen wird. Und dass sie auch Dracula 2 weitermachen wird. Kann ich das sonst mal fragen? Saphiria, machst du Dracula 2 weiter? Ich würde schon ganz gerne nämlich gucken. Weiter gucken. Das war schon echt nämlich cool. Bis auf die lauten Vögel. Die lauten Vögel haben mich genervt, ansonsten war das Spiel toll. Machen wir deswegen mal schnell weiter. Ja, nicht wegen lauten Vögeln, sondern wegen der Zeit hauptsächlich. Wie gesagt, sehr viel habe ich auch von ihr nicht geguckt, deswegen kann ich da nicht mehr zu sagen gerade. Und sorry, Anni, dass ich von deinem Video nichts gezeigt habe, während ich über dich geredet habe. Ist aber echt eine ganz gute Sache. Mark my words. Der gute Mark. Auf jeden Fall.
Von Tai habe ich nicht wirklich was geguckt, obwohl da könnten wir gleich auch nochmal vorbeischauen. Obwohl sie keine Werbung auch nötig hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Der geht es ja so gut an Abonnenten und allem. Mark, der wollte ja eigentlich dieses Jahr aufhören, was er glücklicherweise nicht getan hat. Und er hat endlich wieder neue Parts hochgeladen, jetzt von seinem neuen, ja, was ein Let's Play werden sollte, aber es ist nur ein Test geworden hier. Tomb Raider Lost Temple of Pyrenees. Das ist halt so ein Custom-Level. Und so auf Tomb Raider 2 getrimmt, wie ihr seht. Und es ist ein Let's Test geworden, weil ich als Gast dabei war. Nicht, dass wir uns verkracht hätten oder sowas. Wenn Marc und ich, wir haben uns ja sowieso so lieb, dass wir uns ständig verkrachen und wieder versöhnen. Das ist irgendwie so eine Sache halt bei uns. Und das hat aber damit nichts zu tun. Wir hatten die Parts aufgenommen. Das waren auf jeden Fall so, ja, ich glaube schon vier Parts ungefähr. Aber ich war halt dann hinterher. Ich war nicht zu leise. Das hat eher so daran gelegen, dass es so ein bisschen, ja, es lag an meinem Internet. Die Verbindung war irgendwie so scheiße für Skypen beziehungsweise fürs Aufnehmen, dass ja, es hat nicht gereicht für eine Aufnahme. Zwischendurch war ich halt gar nicht zu hören, deswegen hat es keinen Sinn gemacht, die Parts hinterher hochzuladen, wie er meinte. Er wollte es erst machen, weil er meinte, zwischendurch bin ich halt doch zu hören. Und zwischendurch bin ich zu hören und tot, genau. Nein, zwischendurch bin ich halt zu hören, das wäre dann auch ganz witzig, aber letztendlich hat er sich nochmal halt genauer angeguckt und angehört und ist dann zum Schluss gekommen, nee, ich lasse die Parts mit Vampi weg und mache dann nur einen Let's Test draus und wer das letzte Level sehen will, der soll es halt selber spielen. Weil das letzte Level, wo ich dabei war, hat ihm auch an sich nicht gefallen von der Aufmachung her. Vorher war noch alles besser. Draußen im Freien, jetzt hier halt in diesen, ja, Gebäude-Dingern, das ist ja schon eher so katakombenmäßig eigentlich. Im dritten und letzten Level dieses Custom-Levels war es halt noch düsterer. Und tausend Fallen und alles Mögliche, wo Mark auch nicht so gut mit klar kam, wo wir uns beide mit Mühe und Not praktisch ja, gekämpft haben, sag ich mal, wo ich ihm Tipps gegeben habe, ey, spring mal dahin und mach das mal so mit dem Anlauf und sowas, wo wir dann gut durchkamen letztendlich, aber wie gesagt, ich war halt nicht wirklich zu hören und deswegen leider, leider, leider. Was ich richtig schön fand, ist ja auch sein Jahresrückblick, muss ich wirklich sagen. Bei seinem Jahresrückblick, nee, Quatsch, sein Jahresrückblick doch nicht, nein, Best of, das Beste aus seinen 2 Jahren, die er auf YouTube ist. Weil da hat er auch viele Szenen von mir mit reingeschnitten, von meinem Let's Lachen-Projekt zum Beispiel, wo ich dachte, nett, aber es hat doch gar nichts mit deinem Kanal zu tun, Marc. So, und nun Teil, die wir ja eben so dreist übersprungen haben. Sehr viel mehr kommt doch, glaube ich, gar nicht mehr. Passt, Halbzeit. Ach, guck mal, sie hat auch mit Dracula Resurrection angefangen. Was habe ich denn bei der lieben Tai eigentlich dieses Jahr geguckt? Und sie hat mich immer noch nicht an der Seite zum Empfehlen. Böse Tai. Nach allem, was ich für dich getan habe. Egal. Ja, Life is Strange hat sie jetzt auch gemacht und sogar schon abgeschlossen. Die ist so schnell mit dem Let's Play, ich komme mit dem Gucken nicht hinterher. Ich habe so viele andere Leute. Medieval muss ich noch zu Ende gucken. Damit hat sie auf jeden Fall letztes Jahr angefangen. Genau wie Tombi, was ich ja auch eigentlich Let's Playen wollte, wo ich mir jetzt nicht mehr sicher bin, als ich bei ihr gesehen habe, was da noch alles auf mich zukommt. Ist ja doch ziemlich schlimm, vor allem dieser Phönixberg. Aha! Mit dem starken Wind und sowas. Ihr wisst vielleicht dann, was ich meine, wenn ihr es kennt, sonst können wir gleich mal reinschauen da. Was habe ich denn noch geguckt eigentlich hier? Revelations 2, genau, das muss ich nochmal auch weiter gucken. Das habe ich ja auch selber gespielt letztes Jahr und kam irgendwann nicht weiter, weshalb ich hauptsächlich angefangen habe, das bei ihr zu gucken, um zu wissen, wie es weitergeht auch. Dann habe ich so gedacht, ach komm, kannst du das ganze Let's Play angucken, mal gucken, was sie da alles so macht und über ihre kleinen Panikattacken. Was war was? Nein. Tomb Raider 3 habe ich auch bei ihr geguckt, aber ich glaube, das ist schon ein bisschen älter. Das hat sie nicht 2017 erst aufgenommen. Das müsste ja schon fertig gewesen sein. Laura at the Movies habe ich auch mal reingeschaut. Das ist aber auch schon älter. Wieso wird das hier so komisch angezeigt? Dracula's Return habe ich von ihr auf jeden Fall auch zu Ende geguckt. Es war eine schöne Sache auf jeden Fall. Schauen wir mal ganz kurz in Zombie rein. Wo war denn das mit dem Phönixberg? Der hat doch immer so tolle Titel und so tolle Videobeschreibungen hier. Ein langersehntes Projekt meinerseits beginnt nun. Eigentlich sollte dieser erste nach Gabriel Knight 3 kommen. Da ich aber leider kleine technische Probleme habe, startet Tombi dadurch halt. Ja. Sprachen lernen für Anfänger, die blaue Schweinetasche, Wunschberuf Schauspieler. Ja, Dito. Ist auch ein creepy Ort da, finde ich, mit dem komischen Zwerg, der da Schauspieler werden will. Es fließt kein Wein mehr, der tausendjährige Weise.
Ach, war das hier gar nicht mit dem Phönixberg ein einzelner Part? Das muss dann hier gewesen sein, beim Wunschberuf Schauspieler. Dieser schreckliche Phönixberg. Da weht so ein starker Wind, da kannst du echt nichts Vernünftiges gebacken kriegen. Da, seht euch das mal an. Man wird da so weggeweht quasi. Und das ist einfach nur ein Graus. Dann auch noch Gegner zwischendurch und so. Das ist echt einfach nur fies gemacht. Und wegen dieser Stelle im Spiel weiß ich nicht, ob ich selber Let's Playen werde oder nicht. Obwohl das Spiel eigentlich ziemlich großen Spaß macht, so allgemein. Und ziemlich cool gemacht ist, wie ich sagen muss. Was ich bei Teil noch alles gesehen habe, das war schon cool. Da oben liegt der Phönix. Klar, ist der Phönixberg, deswegen muss es auch irgendwo einen Phönix geben. Und ja, würde mal sagen, das reicht dann auch schon von der lieben Teil. Mehr habe ich eh nicht mehr zu ihrem Kanal zu sagen. Deswegen. Und wir haben auch schon fast die 10 Minuten voll. Da kann ich ja mal eben erzählen in der Zeit noch ganz kurz, wen ich auch dieses Jahr kennengelernt habe. Von ihm kann ich nämlich nichts zeigen gerade. Der liebe Kostja. Von Kostja und mir kommen ja auch immer noch zwei Parts dieses Jahr. Mit dem, was würdest du lieber oder würdest du eher das oder das machen in dir und der Situation? Und wir hatten ja echt auch eine Menge Spaß. Wir haben auch oft bei Discord wirklich telefoniert und geschrieben. Aber dann ist der Kontakt irgendwie abgebrochen. Ich weiß selber nicht genau, warum, ehrlich gesagt. Es war einfach auf einmal, Er hat vorher ja zwischendurch immer wieder bei mir reingeschaut, hat mich auch gelobt, so, oh, beste Let's Playerin ever und so regelmäßig und alles. Doch jetzt irgendwie anscheinend nicht mehr, keine Ahnung. Und ich weiß nicht, ob er seine Videos gelöscht hat oder ob er sie einfach nur auf privat gestellt hat, aber seine ganzen alten Sachen, die ich am besten fand, sind weg. Jetzt macht er zwar regelmäßiger was, aber nur noch Sachen, die mich auch kein bisschen interessieren. Nur noch Pokémon. Auch wenn ich Pokémon bei Andi geschaut habe, ist das was anderes. Der hat da so ganz komische Sachen gemacht und ich dann dachte, nee. Und der hat, wie gesagt, von sich nie wieder was hören lassen, weder auf Discord noch hier so auf meinem Kanal mal was hinterlassen oder so. Weil ich dachte, unsere gemeinsamen Parts, die wir aufgenommen haben, würde er gucken und kommentieren, aber da kam nichts. Und ja, schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich hätte gerne was mit ihm aufgenommen, auch in Zukunft weiterhin, aber wenn er nicht will, will er nicht, kann ich nur sagen. Das ist schade. Weil es war auch ein toller Kontakt für 2017, das kann ich nicht anders sagen. Die Zeit ist dann so gut wie rum, deswegen mache ich hier nochmal einen letzten Cut, hoffentlich, weil das Special ist lang genug. Wir machen noch ein bisschen was, aber dann geht's auch im zweiten Part weiter mit den Sachen, die euch, glaube ich, ein bisschen eher auch interessieren, nämlich meine Sachen. Aber wie gesagt, ich finde, die Leute haben es verdient und deswegen nochmal ein ganz kleiner Cut, bevor es dann bald auch zu Ende geht. Versprochen. Yay, der letzte Teil. Der nächste Kanal, dem wir uns widmen werden in diesem Special, ist Laubhaufen-LP. Also nicht der letzte, der nächste in diesem letzten pa Teil des Parts, besser gesagt. Ach, ich rede wieder. Was bescheuert ist. Laubhaufen-LP habe ich auch dieses Jahr kennengelernt. Er hatte ursprünglich noch einen anderen Kanal, wo er alleine Sachen gemacht hat, der freche Igel. Und hier macht er halt jetzt mit seiner Frau Missy Mitsu, die er auch letztes Jahr nämlich geheiratet hat, macht er Let's Plays und dem guten Daniel, der hier zum Beispiel den Kater halt als ja, Thumbnail-Bild Avatar-Dingens benutzt. Ne? Der gute Daniel ist der Kater, der Igel ist klar ein Igel und seine Frau Missy Mitsu ist halt ein süßer Hase. Wo ich sofort noch Horst Schlemmer denken muss, du bist ja ein Hase, ne Schätzelein. Und mit dem Idlerich habe ich mich ja von Anfang an gut verstanden. Mit Daniel bin ich auch so, hey Bro, was geht, ne? Also, nee, Bro kann ich nicht direkt zu ihm sagen. So dicke sind wir noch nicht, aber ich habe den Daniel unglaublich ins Herz geschlossen. Ich kann es nicht anders sagen. Und da sieht man es auch. Auch den guten Igel habe ich kennengelernt über Vampire Storm. Das hier ist nämlich nur ein Re-Upload von ihm. Das hat er hauptsächlich auf seinem alten Kanal nämlich gemacht. Und genau, hier Missy Mitsu. Das ist aber ein neuer Hasen-Avatar. Sie hatte vorher irgendwie einen anderen, der sah viel niedlicher aus. Warum hast du einen anderen Hasen jetzt auf einmal genommen? Der andere war doch viel süßer. Dann Daniel hat hier das hier gemacht, Vampire Storm 2, habe ich mir aber beim Iglerich fast komplett angeguckt. Deswegen brauche ich es nicht unbedingt nochmal sofort zu sehen. Weil ich gebe den Leuten recht, die gesagt haben, Let's Play Vampire Storm 2 nicht. Der Teil ist erstmal super, der fängt toll an, aber hinterher ist er so ein bisschen, ich weiß nicht. Beim Iglerich habe ich auf jeden Fall das letztes Jahr hier geguckt, Mario Sunshine, aber nicht komplett, weil es mich dann doch auch nicht so sehr interessiert hat. Ich habe immer wieder weitergeguckt, aber nie komplett. Was ich hingegen komplett gesehen habe, weil ich das Spiel liebe und auch irgendwann Let's Playen will, ist das hier. Day of the Tentacle und sogar Remastered.
Ich habe es ja damals schon bei Coconut Chris gesehen, also noch Let's Play Chris hieß, das war eins seiner ersten Let's Plays. Und er hat inzwischen auch remastered Let's Played, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich müsste. Und der Idrich halt auch, wie man sieht. Das war so unglaublich witzig. Das waren echt nur 7 Parts. Oder hätten nicht mehr in die Playlist gepackt, hätten sie noch den Rest vergessen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ihr seht schon, der Igel macht hier wirklich sehr viel. Auch Life is Strange. Es verfolgt uns das Spiel, ich sag's euch. Ist ja echt krass. Krass, krass, krass. Da. Ich suche gerade eigentlich was ganz Bestimmtes. Er hat auch Deponia schon Let's Played. Igel, du wirst mir gerade nochmal extra sympathischer. Der Igel ist auch jemand, genau wie Daniel und auch Miss Himitsu. Ich habe sie alle drei komplett hier für die. Wie hieß das denn jetzt nochmal, das Teil? Gedingens hier. Ich habe diese Challenge, die ich doch auch gemacht habe, wo ich das hier mit Vampire The Masquerade Bloodlines dabei gezeigt hatte. Liebste Hour Challenge, genau. Da habe ich sie für nominiert. Bisher hat keiner was dazu gemacht. Und wieso komme ich nicht weiter runter? Das gefällt mir nicht. Naja. Soweit, so gut. Aber vielleicht machen sie es ja noch irgendwann. Ich weiß es nicht. Also Daniel wollte es, glaube ich, irgendwann machen. Und die anderen weiß ich nicht. Tai hatte ich auch nominiert, Tai hat aber direkt gesagt, so von wegen, sie wurde schon nominiert, deswegen macht es nicht, aber hey, dann ist es halt so, okay. Das hier hat nichts mit Let's Plays zu tun, deswegen muss ich euch das nicht zeigen. Nein, ich gehöre nicht zu den Mormonen, bevor das einer denkt. Das heißt nur so komisch, dieser Challenge. Es sind eigentlich tolle Videos drauf. Thaddäus, wer kennt ihn nicht? Berühmter Kerl, der immer Zeichnungen da hat und dann so Stories von seinem Leben erzählt. Shark Rider habe ich nur eigentlich das gesehen, wo ich ihn halt für nominiert hatte auch. Tommy, du bist der Nächste. Last but not least oder so ähnlich. Oder umgekehrt. Tommy, bei dem Guten habe ich natürlich auch was geguckt letztes Jahr. Und zwar. Hä, Tomb Raider 2013 Let's Plays? Was? Oder, nee, Let's Play, nicht Let's Plays. Was steht denn da? Mensch. Hier, Final Fantasy X Let's Play. Das habe ich mir angeguckt von ihm. Aber auch nicht komplett. Vor allem heute aktualisiert. Der ist immer noch nicht fertig damit und es sind schon 40 Parts oben. Oh mein Gott. Das Spiel nimmt ja gar kein Ende mehr. Aber es ist richtig schön an sich. Mir gefällt das Spiel. Ich weiß nicht, ob ich selber spielen würde. Zeig mir die Playlist gefälligst vernünftig an. Habe ich gerade richtig gesehen? Ich habe noch gar keinen Daumen nach oben gegeben für den ersten Part. YouTube, erzähl mir keinen. Ich habe das auf jeden Fall gemacht. This is a story, auf jeden Fall. Ich fand einen Part so wunderschön, da würde ich euch die Cutscene gerne zeigen. Die kann man auch ohne Ton nämlich super genießen. Obwohl die Musik dabei auch, oh, ein Traum ist. Bleibt gerade in Action. Hier, genau, hier. Perfekter Titel, Tommy, danke. Ich hab's wiedergefunden. A Sad Dance. Um die Seelen der Toten halt auch wirklich, ja, dahin zu geleiten. Warst du das schon oder war das nur der Sturm hier? Da. Schon, da kommen sie ja erst an. Da ist ja gerade Sin dabei, das da alles zu zerstören. Sin ist halt so eine ganz böse Macht in diesem Spiel. Ja, ein ganz böses Monster, kann man wirklich schon sagen. Genau, und hier beginnt sie dann ihren Tanz. Gleich. Sind viele durch den Angriff von diesem Riesending namens Sin gestorben. Und das sind jetzt halt alles, ja, Seelen, die keinen Frieden erstmal finden können, so ruhelose Geister, die zu bösen Geistern werden könnten. Und deswegen muss halt was gemacht werden. Typisch Final Fantasy ist natürlich auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Und manchmal denkt man sich auch so von wegen, die Übersetzung ist jetzt nicht so super toll gelungen. Da sie trauern um ihr Leben und akzeptieren ihren Tod nicht, also die Toten, die jetzt gestorben sind. Sie wünschen sich weiterzuleben und beenden die Hinterbliebenen, beneiden, nicht, ja. Vergesst, was ich gesagt habe. Die Leiblosen beneiden die Lebenden, genau. Da alles zerstört, Riesenchaos. Dieser Neid verwandelt sich allmählich in Hass. Ja, wie ich eben gesagt habe. Aber an sich schöner Sonnenuntergang. Wenn Leiblose in Spira verweilen, werden sie zu Monstern und überfallen andere. Ja, Spira ist diese Zwischenwelt halt zwischen Leben und Tod. Ist das nicht traurig? Das ist es. Deswegen müssen sie durch das Ritual der Besegnung besänftigt werden. Ist das auch Aufgabe des Mediums? Mhm. Ich mag Lulu. Sie ist zwar hart drauf, aber sie hat an sich auch ein gutes Herz. Und das ist der Typ hier.
Ja, das hier. Der, an dem mich die Ritterrüstung in Messy Christmas erinnert hat. Genau diesen Typen meinte ich, dieses Wesen. Ich habe seinen Namen vergessen. Und das ist unser süßes Medium, die, glaube ich, in Titus so ein bisschen verliebt ist und er auch in sie. Wie gesagt, ich würde es euch sonst gerne mit Musik zeigen, wenn Camtasia hier nicht so einen Scheiß mit dann machen würde. Sie kann übers Wasser laufen wie Jesus. Ist das nicht schön? Und auch so ein Stab wie Andi im hier, die andere Simulator. Obwohl das natürlich ein anderer ist. Oh, und sieht euch diese Grafik an. Sie ist natürlich inzwischen eigentlich auch veraltet, aber ich finde sie trotzdem so wunderschön. Es wurde alles so wunderschön animiert und gemacht und diese Bilder, wirklich, diese Filmsequenz ist meine Lieblingsfilmsequenz bisher aus dem ganzen Spiel. Hat Tommy aber, glaube ich, auch gesagt gehabt, dass es auch eine seiner Lieblingssequenzen ist, weil es so wunderschön ist. Also ich kann euch nur sagen, schaut es euch mal an mit Ton, zumindest diese Sequenz, aber wie gesagt, Tommy ist sowieso ein grandioser Let's Player. Auch wenn ich von ihm dieses letztes Jahr, ich sag immer dieses Jahr, letztes Jahr nicht sehr viel gesehen habe, außer halt davon mehrere Parts. Final Fantasy war auch nie so meins eigentlich, aber das werde ich auf jeden Fall zu Ende gucken, weil es schon an sich einen gewissen Flair hat und es ist einfach, ja, schön. Auch ohne Musik bin ich da gerade so richtig im Träumen eigentlich. Ach ja, es sieht so schön aus. Ich bin gerade wieder so wortlos, weil ich da wieder so drin versunken bin gerade halt. Diese alten Erinnerungen. Vor allem alt, so alt sind sie. So, diesmal wirklich letzter Part. Wir gucken uns nur noch den Tanz zu Ende an, dann haben wir es nämlich auch schon. Weil, ja, eigentlich habe ich euch jetzt alle vorgestellt, die dieses Jahr mich hauptsächlich begleitet haben, von denen ich Sachen geguckt habe. Das ist es da. Die Seelen steigen alle leuchtend auf gen Himmel. Und so, seht euch diesen wundervollen Sonnenuntergang an. Traumhaft schön, da wäre ich jetzt auch gerne. Und sie ist so bescheiden, das kleine Medium. So lieb, so süß. Wie ein Medium sein sollte. Ein Medium hat's nicht leicht. Nee, bestimmt nicht. Yuna hat diesen Weg selbst gewählt. Sie wusste, worauf sie sich einlässt. Alles, was wir tun können, ist, Yuna zu beschützen. Bis zum letzten Moment. Letzten Moment? Da frage ich mich auch noch, was sie damit meint. Das weiß ich bisher noch nicht. Was für ein Moment? Ich hoffe nur, sie muss nicht sterben oder so, die arme Yuna. Das wäre nämlich sonst echt traurig. Alter, wie guckst du denn? Ach so, bisschen besiegt ist okay. Ach so, doch. Wusste ich doch schon, was damit gemeint ist. Ich hatte es nur wieder vergessen. Und die so, bläh, ist ja klar, bla bla. Habe ich es gut hingekriegt? Für das erste Mal, ja. Bestimmt konnten alle ins Dingens gehen. Nur beim nächsten Mal keine Tränen, ja? Nächstes Mal durfte es nicht gehen. Richtig, sehe ich auch so, Titus. Ich meine, ich hätte auch garantiert an ihrer Stelle geheult dabei, um den Seelen ihren Frieden zu geben, weil es ist nochmal ein bewegender Moment. Als letztes kann ich euch nur noch ganz kurz was vom Winder Oraculus zeigen. Das ist nämlich der einzige, den ich sonst noch kennengelernt habe letztes Jahr. Bin da nicht. Und wovon ich ein bisschen was geguckt habe, aber nur so ein bisschen was. Und das, was ich bisher von ihm geguckt habe, ist. Na, könnt ihr es schon erraten? Ihr dürft dreimal raten. Ihr erratet es bestimmt. In der Zeit der ich suche, dürft ihr mal eben eure Wetten abschließen und raten. Nein, Vampire's Dawn 2 ist es nicht. Falsch. Nein, immer noch nicht, nein. Vampire's Dawn, Reign of Blood, hahaha. Warum auch immer er das unterteilt hat, hier, Part 1 bis 200, oder kann man nicht mehr als 200 Parts in eine Playlist stecken? Das ist doch, nee. Kann nicht sein. Naja, und hier, also er hat wirklich alles herausgefunden, auch an Secret, soweit ich das beurteilen kann, und ihr seht mich garantiert kaum noch, weil es gerade dunkel draußen wird. Egal, ich sag ja auch nichts mehr langes Special. Das Special ist nämlich schon 1000 Jahre lang, viel zu lang, viel länger als es eigentlich sollte. Ja, ich habe das auf jeden Fall bei ihm geguckt. Er hat es auch ganz gut eigentlich benannt, wenn ich mich recht entsinne. Und ich konnte auf jeden Fall ein paar Secrets noch durch ihn finden, weil ich habe echt nicht alle Secrets alleine gefunden. Teilweise durch meinen Freund, teilweise aber auch durch ihn. Ja, habe ich es wirklich herausgefunden. Habe auch schon so ein bisschen mit ihm geschrieben. Also hier nur Kommentartechnik, ansonsten nichts.
Hab auch mal so gesagt, hey, ich hab's übrigens auch Let's Play, kannst du mal reingucken und mir Feedback geben, wenn du magst. Dann hat er gemeint, so von wegen so, sorry, würde ich gerne eigentlich, aber ich habe so viele andere Leute zu gucken. Da bringt das dann nichts. Ich habe keine Zeit, es tut mir echt leid. Ja. Handbuch für Vampire. Ich fand, aus den Videos zeigen muss ich euch ja nicht mal unbedingt was, weil das kennt ihr sich alles aus meinem Let's Play eigentlich. Da gab es eigentlich jetzt nichts, was ihr noch nicht kennen würdet. Hier, ach, der Feuergeist. Ach, bleib mir bloß weg mit dem. Ich hasse ihn immer noch. Brauche, sag, muss, schlafen. Auch er ist auf jeden Fall ein netter, lustiger Typ. Den kann man sich auf jeden Fall auch gut mal angucken. Oh, hey, Matrosen. Ja, er war auf den Schiffen, er hat sie schon abgeschlachtet, die Matrosen. Ich ja noch nicht. In dieser Hinsicht war ich ja echt nett. Und, ja, das ist hier aber was, was ihr noch nicht gesehen habt von mir. Da muss ich auf jeden Fall noch hin. Die Fischmenschen hier. Wo sind sie denn? Riesenameisen, die kennen wir natürlich schon selber zur Genüge. Die ekligen kleinen Krabbelfiecher. Ja, klein. Riesenameisen, die sind so klein. Konnte ich das Ganze gegen Ende? Ich hätte den Part anders genannt, wenn die Fischmenschen erst am Ende kommen. Ja, die hatten wir auch schon. Hier. Das sind sie, die guten Fischmenschen. Die hatte ich ja selber noch nicht. Aber die halten auch nicht allzu viel aus. Es sind leichte Gegner, die muss ich nur mal erstmal finden wieder, wo die überhaupt waren. Dann kann ich die auch mal bekämpfen und mich da in diesem Gebiet mal umsehen. Aber da gibt's auch nur ein paar Items zu sammeln. Also jetzt geht's für mich wirklich nur noch darum, stärker zu werden und Abraxas in den Turm zu folgen, ihn zu killen. Dann muss ich noch den Auftraggeber von Sir Estir natürlich finden. Also den König Gerard muss ich noch töten, aber auch noch einen anderen. Es gibt noch einen Endgegner und einen Endendgegner sogar. Und dann mal gucken. Ich hoffe, Elaine bleibt bei mir. Ich hoffe, ich bin nicht zu oft geflohen. Ich werde garantiert noch ungefähr ein, zweimal flüchten, weil ich glaube, das darf ich noch ausnutzen. Aber wie gesagt, ich werde irgendwann das nochmal alles für mich so spielen und euch dann das bessere Ending auf jeden Fall zeigen. Da guck mal, mit Level 21 hat er die bekämpft. Ich bin ja schon viel weiter. Was denn? Und da gab's die auch? Da gab's Fischmenschen, wo er gerade ist. Da war ich doch aber auch schon mal. Ist so. Da war ich doch. Da bin ich nicht rumgelaufen. Okay, es verwirrt mich. Es gibt ja auch eine Verarschung von Vampire's Dawn. Wusstet ihr das? Vampire's Deep heißt das. Wollte ich auch mal Let's Playen eigentlich, aber ich habe letztendlich gedacht, nee, so lustig und toll gemacht ist es auch nicht. Und ja, muss man nicht unbedingt haben. Aber ich finde es halt bei ihm hier so auch ganz cool, mal vorbeizuschauen, so ein bisschen Vampire's Dawn bei ihm auch nochmal zu sehen, um auch ein paar Secrets zu finden und sowas. Und ja, da wechselt der Part. Und das ist ein ganz gutes Stichwort, um euch jetzt erstmal Tschüss zu sagen. Das waren so die Leute, die ich halt geguckt habe. Nochmal viele Grüße an Andi und überhaupt natürlich an jeden hier. Ja, was soll ich sonst noch groß sagen? Das Special ist viel zu lang geworden. Es tut mir leid. Im nächsten Part werden wir euch dann, werden wir. Wer ist wir? Gespaltene Persönlichkeit? Nee. Das wüssten wir. Ja. Wir sehen uns im nächsten Part hier wieder. Ich hoffe, trotz der Überlänge hat es euch gefallen und ihr seid dran geblieben. Und wir sehen uns auf jeden Fall dann im nächsten Part wieder oder vielleicht auch nur da. Vielleicht habt ihr ja auch schon alle abgeschaltet, seid auch schon alle eingeschlafen. Ich weiß es ja nicht. Und dann lassen wir nochmal das Jahr auf meinem Channel richtig Revue passieren. Und ich werde euch auch außerdem sagen, vielleicht werde ich es in einem Extra-Video sagen und zeigen, was euch für dieses Jahr auf meinem Channel erwarten wird. Also, falls euch dieses Video gelangweilt hat und ihr bis hierhin aber trotzdem durchgehalten habt, so sage ich euch, das nächste Video wird besser. Wie gesagt, ich wollte es nur nicht auslassen, weil ich finde, die Leute haben es verdient. Und, ja. Bis zum nächsten Part auf jeden Fall, ihr Lieben. Macht's gut und seid gespannt. Es lohnt sich jetzt wirklich richtig dran zu bleiben. Bis dahin. Ciao.